Philipp Nimmermann ist Volkswirt, war Staatssekretär in Schleswig-Holstein und Hessen. Guten Tag. Und ist jetzt als beamteter Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz neu hier. Ich freue mich außerordentlich daran, teilhaben zu können, genau diese gesellschaftliche Aufgabe, nämlich wie können wir in Zukunft leben, wie können wir leben im Einklang mit der Umwelt. Das mitgestalten zu können, ist für mich eine große Ehre und eine große Freude. Welche Themen stehen bei Ihnen im Mittelpunkt? Im Mittelpunkt stehen alle Themen im Zusammenhang mit der Energie- und Wärmewende, denn es geht darum, so schnell wie möglich unsere Wirtschaftsweise, unser Leben klimaneutral zu gestalten. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Mein Arbeitsalltag ist im Wesentlichen durch viele, viele Gespräche geprägt. Einmal Gespräche mit den Expertinnen und Experten im Haus, um zu gucken, wie können wir das hinbekommen, unsere Ziele zu erreichen. Aber dann auch Gespräche mit anderen Menschen, die von den Maßnahmen betroffen sind oder die uns beraten können, wie wir es am besten hinbekommen. Was wollten Sie eigentlich als Kind werden? Als Kind wollte ich tatsächlich Koch werden für eine lange Zeit, habe mich aber dann irgendwann doch später mal für Volkswirtschaftslehre entschieden. Und was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Ich habe über lange Jahre Rugby gespielt für Eintracht Frankfurt. Das mache ich jetzt nicht mehr, aber nach wie vor interessiere ich mich sehr für diesen Sport. Waren Sie mal im Ausland? Ich war viel im Ausland. Als Kind in den USA, als Jugendlicher in Großbritannien und im Studium in Südamerika, in Argentinien, Brasilien und Chile. Was bedeutet Ihnen die soziale Marktwirtschaft? Als Volkswirt habe ich mich schon sehr, sehr lange mit allen Wirtschaftssystemen beschäftigt. Und die Marktwirtschaft an sich ist meiner festen Überzeugung das beste Instrument, um mit Preissignalen die Wirtschaft zu lenken. Gleichwohl ist der Markt nicht immer vollkommen. Und deswegen ist es notwendig, auch einen Ordnungsrahmen zu gestalten und zu gucken, dass auch die sozialen Komponenten berücksichtigt werden, dass die Verteilung, die Einkommen und der Vermögen gerecht erfolgt. Außerdem ist es relevant, dass wir auch an unsere Umwelt denken, denn die Umwelt beeinflusst uns und wir beeinflussen die Umwelt. Deswegen ist unser Leitbild hier eine sozial-ökologische Marktwirtschaft. Warum ist die Energiewende so wichtig? Ohne Energie kann man nicht wirtschaften, können wir nicht leben, können wir nicht wohnen. Und es ist deshalb wichtig, dass wir so schnell wie möglich die Energieformen wählen, die das Klima schonen, damit wir auch langfristig hier leben können und vor allem, damit wir auch günstig und bezahlbar hier leben können. Was sind denn Ihre persönlichen Ziele? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle unsere Politik, alles, was wir tun, können wir nur gemeinsam machen und gemeinsam mit der Mehrheit der Bevölkerung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Politik erklären, aber auch streiten. Und wir müssen das aushalten können, wenn andere Menschen andere Meinungen haben und alles dafür tun, dass wir sie überzeugen, dass wir einen Weg finden, wo wir in Zukunft gemeinsam in dieser Umwelt, in dieser Gesellschaft zusammen dauerhaft leben können. Vielen Dank für die Antworten, Herr Nimmermann. Tschüss und vielen Dank.